Wieso sind die eigentlich tot? Das ist doch ein Lager. Sollten die nicht eigentlich leben? Und oder war hier noch ein Event übrig? Ich weiß es nicht. Komisch. Hier kommen noch immer neue. Siehst du da? Schon wieder. Wo kommen die denn her? Oder soll das so? Hier kannst du die auch nicht wiederbeleben, weil du dauernd wieder angegriffen bist. Das ist ein bisschen doof. Na gut. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Ich kann ja theoretisch mal... So, fertig. Ha, so einfach geht's. So, einmal ein Banner hingestellt, schon leben sie wieder alle. Das ist total sinnvoll. Hilft mir auch immer. Wenn ich tot bin, stellt jemand neben mir einen Banner auf und dann lebe ich einfach wieder. Hm. Über den Tod? Habe ich schon mal im Let's Play über den Tod geredet? Boah, ist ja bestimmt auch das beste Thema der Welt einfach. Ja, muss ich ja sagen. Also Tod im Let's Play, darüber zu reden, ja. Ja, das ist schon gewagt. So, darf ich hier noch plündern? Muss ich erstmal... Boah. Alter, hört denn das auch mal auf? Ich wollte jetzt mal ganz kurz plündern und dann hier... Hier sind lauter Assassinen. Wir sind hier nicht bei Assassin's Creed, mein Gott. So. Da, ach, ich gebe jetzt auf. Ich gehe jetzt hier weg. Das bringt doch nichts. Da kommen doch immer neue. Wetten, die schreiben mir jetzt, dass sie alles im Griff haben. Ideem Finlay. Ist das ein Mann oder eine Frau? Keine Ahnung. Ihr habt keine Zeit... Also... Ach so, also, nochmal. Diese Raffen sind dankbar. Ihr habt keine Zeit verloren und diesen Banditen gezeigt, wer hier das Sagen hat. Es gibt nicht viele Seraffen in dieser Gegend und ihr habt entscheidend dazu beigetragen, dass der versteckte See wieder sicherer ist. Bitte nehmt diese Geschenke als Anerkennung für eure außerordentliche Leistung. Ideem Finlay. Okay. Hat bloß nicht viel gebracht, wenn ich mir das mal so angucke. Und die Frage ist auch, wie komme ich hier zu dem Aussichtspunkt? Und geht es hier überhaupt weiter oder ist das Gebiet hier Schluss? Ich weiß gar nicht, wie groß das überhaupt ist. Das scheint noch ein bisschen größer zu sein. Ja, okay. Hier geht es offensichtlich noch weiter. Aber wie komme ich jetzt hier hoch? Hier vielleicht. Alles auskundschaften. Naja, ja, jetzt lass mich doch mal. Ich möchte jetzt mal ganz kurz einen Weg nach oben suchen. Hier ist er ja offensichtlich nicht. Da hinten ist auf jeden Fall ein Aussichtspunkt. Ist halt die Frage, wie ich da hinkomme. Ne, ist klar. So ja offensichtlich nicht. Boah, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ist ja schlimm. Meine Fresse. Was wollt ihr denn alle von mir? Da läufst du einmal hier einfach durch und dann greifen dich alle an. So, brauche ich nicht töten. Außerdem ist das keine Herausforderung. Er ist total langweilig. Na, schnarch. So, Dschungelspinne tot. Yeah. Toll. Wow. Okay, die Frage ist jetzt noch, wieso nehme ich das Eisen jetzt hier eigentlich mit? Ich weiß es nicht und wie komme ich da hoch? Wo ist denn das überhaupt? Aussichtspunkt ist da hinten irgendwo. Da, oh, hä, wo ist denn da? Ach komm, eh noch eine Spinne. Das gibt's doch nicht. Wieso ist die eigentlich über meinem Level? Ich sollte doch eigentlich hochgestuft sein. Ich verstehe das nicht. Oder runtergestuft sein auf Level 24. Und nicht auf 22. Ist ja auch egal. Klappt ja auch so. Okay, hier ist noch so ein Schössling. Kann ich auch mal mitnehmen. Brauche ich wahrscheinlich nicht, aber besser als hier lassen, weißt du. So, Sammelgegenstände lagern wir mal. Okay. Gut, die Frage ist jetzt nur noch, wie komme ich da rauf? Und es ist eine gar nicht so schlechte Frage, denn ich sehe gerade keinen Weg. Da oben muss ich hin. Moment. Zu diesen Ruinen irgendwie. Ach Mann, was ist denn hier nur los? Die Frage ist halt, wie komme ich da oben hin? Ich vermute, dass ich da oben hin muss. Ja, da kann ich sogar hin. Dann ist da eine Brücke, oder? Da ist doch ein Weg. Nee, Moment, da kann ich nicht. Da geht's weiter, aber irgendwie auch... Also da geht's theoretisch weiter in irgendein Gebiet. Laut Portal halt, weil da halt ein Portal ist, weißt du? Die Frage ist nur, was sollte da sein? Ich meine...
Aha, da kommt man gar nicht hin. Das ist der Trick dabei. Verstehe. Man soll da gar nicht hinkommen, weil das Gebiet noch nicht... Ne, das Gebiet ist noch nicht verfügbar, deswegen kommst du da nicht hin. Das ist der Sinn an der ganzen Sache. Das ergibt irgendwie Sinn. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt zum Aussichtspunkt? Ich gucke jetzt mal von hier oben, vielleicht... Boah, ist das schön hier. Vielleicht sehe ich hier irgendwo einen Weg nach da hinten. Vielleicht sehe ich auch wenigstens mal den Aussichtspunkt, den suche ich ja auch noch. Wo ist der denn? Der musste da oben drauf sein irgendwo. Noch sehe ich auch gar keinen Weg nach oben. Das ist das Problem. Ich glaube, vielleicht sehe ich doch einen. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht hier vorne. Ich gucke jetzt mal hier vorne. So, ich laufe jetzt hier immer sinnlos rum. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich suche ja immer noch diesen Aussichtspunkt. Und dafür muss ich halt ein bisschen rumlaufen, um den Weg zu finden. Also wenn man erstmal den Anfang gefunden hat, müsste es ja eigentlich recht einfach sein. Ist das hier richtig? Keine Ahnung. Ich glaube, es sieht richtig aus. Es sieht richtig aus. Ob du wirklich richtig gehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja. Ach, das war wirklich richtig. Okay, ich hab's. Und wir sehen ein Lager. Toll. Und eine sehr ruckelnde Kameraführung. Warum ruckelt das eigentlich? Verstehe ich nicht. Ich habe doch 60 FPS. Müsste doch eigentlich total flüssig laufen. Ruckelt aber trotzdem. Hm. So. Okay. 83% der Welt habe ich schon fertig. Also viel fehlt nicht mehr. Nur noch 17%. Jetzt könnte ich theoretisch da hinten weitergehen. Oder ich gehe irgendwo anders hin. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Hier muss ich auch noch fertig machen. Ich gehe jetzt erstmal... Warte mal. So, ich gehe jetzt hier erstmal nach Süden nochmal. Hier hinten hin und gucke mich da mal um. Also hier... Warte mal, da wieder hoch wollte ich eigentlich. Komme ich hier hoch? Weiß ich gerade gar nicht. Was ist das denn hier? Zitternder Busch? Nix. Ach so. Okay, auch nicht schlecht. Ist einfach gar nichts da. So geht's natürlich auch. Hier komme ich übrigens nicht hoch, scheinbar. Doch. Warte, doch, hier komme ich hoch. Hallo? Ach komm, jetzt geht's. Okay. So. Die Frage ist nur, wo genau gehe ich jetzt überhaupt hin? Was ist denn hier? Hier scheint erstmal gar nichts zu sein. Bis auf ein paar Pflanzen. Toll, Pfahlwurzeln. Was soll ich damit? Kann ich ja mal mitnehmen. Na, was gibt's hier? 2 Karotten, yeah. Wow. Sind gut für die Augen. Vielleicht sehe ich dann mehr. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. So. Oh, hier ist ein neues Event. So, haben wir denn irgendwas in der Nähe außer diesem Event? Komme ich da irgendwie hin? Ich würde gern die... Ne, weißt du, hier würde ich gern entdecken und so. Noch eine Speerin? Ach so, komme ich rein. Verstehe. Oh, ich glaube, warum liegen hier so viele Speeren tot rum? Verstehe ich nicht. Ist ja seltsam. Ach, gucke mal, einfach mitten rein, na klar. Warum auch nicht? Ich finde es übrigens eigentlich recht realistisch, dass man runtergestuft wird. Weil, ich meine, eigentlich, ne, stell dir vor, du bist Level 80 und haust dir einfach mit einem Schlag tot. Das wäre doch ein bisschen unrealistisch, oder? Ich weiß nicht, so wie in anderen Spielen passiert das ja gerne mal. Auch in WoW, wo du dann einfach, mit Level hoch. Alter, das ist ja aber ganz schön, also, ich weiß ja nicht. Mach ich mal so. Hoch. Also, klappt ja gar nicht. Scheiße. Jetzt bin ich noch gestorben. Also, das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist das denn hier? Ist ja schlecht. Okay, dann gehe ich mal hier hin. So. So viel zum Thema mitten rein. Aber ich stand da auch dämlich an der Wand. Was hätte ich denn machen sollen? So, hier muss ich noch ein bisschen... Oh, Champions.
So, warte mal, hier geht's jetzt... Hier war ich noch nicht, oder? Nee, hier war ich noch nicht. Glaube ich. Doch. Oder? Bewegliche Felsen gibt's hier noch. Oh, noch ein Krebs. Wow. Okay, Krebs tot. Quest fertig. Gibt wieder Post gleich. Jetzt erstmal schauen, wo komme ich hier hin? Da geht's raus scheinbar. Hier geht's noch weiter. Hier, ich muss mich erstmal umgucken. So, warte mal. Was ist hier? Ah, schon wieder ein Event. Da, lasst mich mit eurem Event in Ruhe. Eventuell möchte ich was anderes machen. Und nicht in die Lava springen, das wäre sehr sinnvoll. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Also irgendwie habe ich mich verlaufen, glaube ich. Jetzt bin ich doch wieder hier draußen. Ich wollte da doch gar nicht hin. Ach Mann, ey. Ja, ich hasse solche Höhlen eigentlich. Doch schon so ein bisschen, naja. Naja gut, ich mag sie nicht, sagen wir es mal so. Weil du dich immer verläufst und du weißt einfach nicht, wo es lang geht. Das ist echt schlimm. Eine Truhe. Moment mal, eine Truhe. Da, ein Einbrecher. Ich soll den aufhalten. Huch, was ist das denn? Ich bin ein Schwein scheinbar. Jetzt lass noch mal mich dich töten. Ist ja schlimm. Jetzt... Der rennt doch echt weg. Man könnte meinen, er wäre ein Dieb. Hm. Oder ein Einbrecher. Das wäre ja total abwegig. Hey, hat geklappt. Yeah. Und jetzt bin ich hier. Was mache ich denn hier? Außer dumm rumstehen und irgendwen töten. Wow, ich habe 112 Karma bekommen. Das ist bestimmt total viel. Ich gehe jetzt mal diesen Weg hier weiter. In der Hoffnung, da irgendwas zu finden. Außerdem ist er noch nicht entdeckt. Das heißt also, da könnte irgendwas sein. Andererseits könnte ich auch hier reingehen. Hier irgendwie rein. Dann komme ich zum Skritzburg-Zentrum. Keine Ahnung, was da sein soll. Und dann gehe ich mal hier hin. Da ist was Tolles. Und zwar, ach, gucke mal. Da hinten ist eine Wegmarke. Hier ist... Ich muss mich erstmal hier ein bisschen orientieren. Ich vermute, das ist auch unterirdisch, oder? Oder ist das obendrauf? Bin ich mir gerade nicht sicher. Sieht unterirdisch aus. Oder sieht so aus, als könnte es unterirdisch sein. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ach, hier ist schon wieder die Banditenwaffenmeisterin. Okay. Scheinbar nicht unterirdisch. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten hin und besieg mal diese Banditenwaffenmeisterin. Echt mal. Das geht ja so nicht. Okay. Hier sind auch so viele Events. Was ist denn hier los heute? Ist ja krass. So. Gewehrschütze ist da hinten. Der ist nicht sehr freundlich zu mir. Siehst du, der schießt mich direkt an. Ja. Echt mal. Blöder Bandit. Hm. Wieso liegen hier schon wieder tote Banditen rum? Ist ja ganz seltsam. Hm. Das Spiel muss verbuggt sein. Ja. Echt mal, hier liegen überall tote Banditen rum. Okay, warte mal. Ich muss hier gerade mal wen töten. So. Ja, hol noch mehr. Ach du Heilige. Ich weiß bloß nicht, wann ich hier ausweichen muss. Oh, ich habe das entdeckt. Das ist gut. Das wollte ich eigentlich auch noch. Ich erinnere mich. Sterbt, ihr elenden Banditen. Huch, aua, verdammt. Ich bin verwundet. Sterbt. Da, na toll. Ich gehe jetzt mal hier hin. Ach, mach ich mal hier. Mach ich einfach mal Platz. So. Okay, huch. Und dich auch nochmal. Raus aus diesem Kreis. Aua, verdammt. Wo sieht man denn eigentlich, ob das... Ich verstehe das nicht so ganz. Jetzt mögest du bitte... Aua, verdammt.
Na komm, das muss jetzt aber, also... Wenn das jetzt hier nicht siehst, geht doch. So. Und was willst du noch von mir? Die ist aber echt nicht einfach, diese Banditin. Krass. Oder ich mache irgendwas Grundlegendes falsch. Das kann natürlich auch sein. Banditen, Waffenständer. Kaputski. So. Kaput. Ist gut. Okay. Dann, muss ich nochmal suchen? Wie komme ich denn da hin? Ich gehe jetzt mal nach Süden vielleicht. Da hinten ist noch was. Zum Entdecken. Ansonsten bin ich aber gerade auch recht ratlos. Was haben wir denn hier? Schon 50% von diesem Gebiet. Und von den 16 Aufgaben auch schon 9. Also viel fehlt ja eigentlich nicht mehr. Wo ist denn da, wollte ich eigentlich hin? Warte mal. Bäh. Was? Verhindert das Bannerin Eilife? Skrit verdirbt. Huch, jetzt habe ich Schlucke auf. Na toll. Verstehe ich nicht so ganz. Was ist denn Bannerin Eilife? Eilife. Scheinbar irgendjemand Böses. So. Jetzt bin ich hier beim NRAF-Forschungsposten und komme hier gar nicht runter. Das ist ja schlau. Ist ja toll gemacht. Warte mal. Da komme ich schon irgendwie runter. Moment mal. Hier sind auch schon wieder Banditen. Was ist denn hier los? Jetzt ruckelt das auch noch. Die FPS. Und ich laufe in die falsche Richtung, aber ist jetzt auch egal. So. Ich gehe mal wieder raus hier. Da hinten ist ein Lager. Ich gehe mal zum Lager da und dann gucke ich mal, was ich als nächstes tue. Unterbreche die Treffen zwischen dem Albtraumhof der Inquestur und den Banditen. Ach so, ich müsste die jetzt theoretisch eigentlich töten, ne? Warte mal. Ich mach mal das hier platt. Nicht den Moa, sondern den Geschützturm. Eigentlich. Naja. Egal, das hilft denen auch. Also nicht der Moa, sondern der Geschützturm, dass der jetzt platt ist und... Ach, ihr wisst, was ich meine. So. Gut, dann... Ja, gut, dann mache ich das hier doch mal. Warte. Da, Geschützturm. Ach, Alter. Geh kaputt, du blöder Turm. Kaputt. Kaputski. So. Ja. Was haben wir denn noch für Themen? Das ist echt schwer. Also ich sag das auch schon so oft, aber es ist wirklich nicht einfach nach über 1000 Folgen, wo du nur labern musst. Also jetzt auch andere MMOs und Minecraft natürlich auch noch. Also Herr der Ringe Online, Minecraft und hier, da sind wir schon bei über 1000 Folgen insgesamt. Und in jeder Folge muss ich irgendeinen Scheiß erzählen, weil ja sonst hier nichts Großes passiert eigentlich. Und irgendwann gehen dir einfach die Themen aus. Das ist einfach so. Es lässt sich nicht ändern. Das ist echt schrecklich. Tja. Also wenn ihr irgendwas vorschlagt an Themen, wäre ich euch sehr dankbar. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich hoffe mal, dass ihr da vielleicht Vorschläge habt. So. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob euch gerade so spontan einfach irgendein Thema einfällt. Ich könnte über... Über was könnte ich denn noch reden? Tja. Ist jetzt sowieso blöd, weil jetzt das Ende der Folge praktisch ist, wenn ich mich nicht ganz irre. Und da jetzt ein Thema anzufangen, ist auch blöd. Dann besiege ich jetzt erstmal diese Inquestur. Sterbt ihr elenden Inquestur-Typis. So. Was ist das da? Ach, nix. Okay, da scheint ein Lager zu sein. So, wo jemand schläft und so, weißt du, eher, ja, Haus nennt man das, glaube ich. Oder sowas ähnliches. So, auf jeden Fall Inquestur töten, wow. Total spannend. Naja, gibt Schlimmeres. So, dann wollen wir mal, hier ist auch nochmal Inquestur zum Töten. So. Hat hier jemand den Tod gerufen? So. Naja. Stirb, du elender Golem. Muss ich jetzt echt nur Inquestur töten? Kann doch nicht sein. Hier muss doch noch mehr sein. Sterb, der elenden
hasse diese Inquestur. Und vor allem ist es immer das Gleiche. Es sind immer Inquestur. Was gibt's denn noch? Banditen gibt's noch. Aber so viele verschiedene Gegner gibt's gar nicht. Die gehören immer zu irgendeiner Vereinigung scheinbar. Ne? So, ein... Was? Noch ein Geschützturm? Okay. Ich mache jetzt hier erstmal alles platt.